gonna take on the world. Nein, 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 meine Überschrift ist nicht rassistisch und wer das denkt oder mir vorwirft, der entlarvt sich damit selbst, denn es geht um den Niger, einen Staat in Afrika und ich ziehe meinen Hut vor dem Niger, genauer gesagt vor dem Militärorchester im Niger und auch vor dem dortigen Präsidenten. Der hat nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen und er hat etwas geschafft, was unsere Journalisten hier seit Jahren nicht mehr schaffen, was für mich enorm symbolträchtig ist und was mich unglaublich fasziniert hat. Das Militärorchester hat die deutsche Nationalhymne so wiedergegeben, dass sie den wirklichen Zustand der Bundesrepublik Deutschland nach vielen, vielen Jahren Angela Merkel, Olaf Scholz und Co. aufzeigt. Schauen Sie sich jetzt einfach diese Wiedergabe an und dann bin ich mir sicher, dass Sie genauso wie ich finden, die spielen die Nationalhymne genau so, wie unser Land heute aussieht. Voilà! Ja, wer jetzt sagt, das seien schlechte Musiker oder die könnten nicht spielen, da bin ich völlig überzeugt, dass das falsch ist. Meine tiefste Überzeugung ist, dass wahrscheinlich einer oder mehrere von den Musikern entweder selber in der Bundesrepublik waren oder Verwandte in der Bundesrepublik haben oder Freunde, die ihnen erzählten, wie der Zustand unseres Deutschlands ist und dass sie uns aus dem fernen Niger eine Art Hinweis, eine Art musikalischen Weckruf geschickt haben. Mein größter Wunsch wäre, dass unsere Journalisten so arbeiten wie das Orchester im Niger, dass sie die Zustände im Lande so wiedergeben, wie sie sind und nicht geschönt. Denn die Art und Weise ist genial, es erinnert alles noch ein bisschen an die alte Bundesrepublik, an die alte Hymne, aber wir haben etwas ganz anderes, was ziemlich windschief ist und ziemlich disharmonisch. Verzeihen Sie mir den Galgenhumor heute, aber anders ist all das, was in der Bundesrepublik geschieht, nicht mehr zu ertragen. Sorry auch, dass ich eine Weile offline war, ich war unterwegs, ich komme wieder öfter jetzt hier im Video. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt dabei, abonniert, schaut rein. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und noch einen kurzen Nachschlag. Ich musste bei diesen Bildern auch an Boris Jelzin denken, den früheren russischen Präsidenten, der ja einmal betrunken in Berlin ein Militärorchester dirigiert hat. Er hat einfach so getan, als ob er die dirigierte. Und von daher machen solche einzelne Szenen oft einen großen Furor und sie sind teilweise symbolträchtig für ganze Epochen.
Bei Jelzin haben sich viele Russen dafür geschämt, wie er das machte. Und das, was wir in Russland erleben, diese Rückkehr des Autoritären und auch die Beliebtheit von Wladimir Putin, die hat auch mit der Unzufriedenheit über Boris Jelzin zu tun, den der Westen ja massiv unterstützt hat. Aber dieses Fass machen wir heute nicht auf. Alles Gute, danke. Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Boda. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte.